Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Wir befinden uns hier irgendwo sehr, sehr tief weit unten. Wir haben hier eine Trulla entdeckt und ihre Kumpanen sind hier unten. Wir kennen sie schon, wir haben mit ihnen schon mal geredet. Und jetzt werden wir sie töten. Ich glaube, was passiert wäre, wenn wir sie vorher getötet haben. Hätten. Danke, Spiel. Ich wollte hier gerne hoch. Aber hey. Weißer Brocken. Oh. Kämpft da schon jemand? Okay. Weiß jetzt nicht, was das sollte. Steht hier wieder auf. Ansonsten seid ihr sehr, sehr billig. Na gut, helfen wir erstmal der Trulla. Irgendwo hier war da. Und hier müssen dann ihre Kollegen sein, wenn sie hier ist, ne? Oh. Hi. Okay, das war kein Backsteppen. Schade. Weil die sind zu zweit. Was ich sehr, sehr fies finde. Au, au. Okay, habt ihr es jetzt? Jetzt kriegen die auch noch Unterstützung. Oder auch nicht. Seid ihr die von eben? Seid ihr wieder aufgestanden? Er hat Arme bekommen! Er hat Arme bekommen! Aber er macht damit nichts. So. Deine Kollegen sind tot. You banished those two hollows, did you? It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Wunderauffrischung. I'm certain that both Vince. Okay. Mehr gibt's anscheinend von ihr nicht. Ich habe ihr geholfen und das ist der Dank. Ein Scheiß. So, jetzt gehen wir doch nach oben und verprügeln den anderen. Jetzt hier nach oben? Ich weiß gar nicht, wo ich hier langlaufe. Hallo? Tut mir leid, du bist kein Gegner für mich. Auch wenn ihr zu zweit seid. Hm. Recht erbärmlich. Okay, Freundchen. Wie wär's, wenn ich dich runterschubse? Hm. Wäre das fair? Ich meine, jetzt sind sie alle tot da unten, also es bringt jetzt nicht wirklich viel. Hä? Gut, das war jetzt offensichtlich. Scheinbare Wand. Okay, danke für die Info. Ah, von da kam ich runtergeflogen. Na, Kollege? Oh, you. I. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations, they can, well, overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Na gut. Oh, brilliant. Eine Chance noch. Wonderful. I had a feeling you'd understand. I did. But, if I were in your shoes... Ooh. Who knows what I'd have done. But now we're friends again. Eh? Oh Gott. Nicht die Lache. Lass es doch einfach. I did you wrong. But I didn't mean it. These tentacles... You know what? Okay, wir sind ja wieder Freunde. Freunde tötet man nicht. Viel Erfolg. Oh, hi. So, was bist du jetzt für einer? Kann man nicht einfach töten? Nö. Ach, du Heilige. Weg mit dir. Kann ich mich gleich wieder heilen? Geil. Das wird lustig, da durchzulaufen. Okay, jetzt sind sie wieder stärker geworden. Ich glaube, nur bis zu diesem einen Boss waren die Gegner leicht. Und jetzt sind sie wieder schwerer. Schade eigentlich. Also konnte man am Anfang bis zu dem Boss gehen, aber dann kam man nicht mehr weiter.
Weil wahrscheinlich auch irgendwo dann ein großes verschlossenes Tor war. Also ich kann ihn jetzt one-shotten. Allerdings bekomme ich noch Schaden dabei. Da muss ich noch besser werden mit. Das wäre bestimmt verschlossen gewesen. Was? Weh? Wieso sind da Pfeile? Was ist hier los? Hilfe! Ich werde abgeschossen. Huch! Hallo, Dude. Lass uns irgendwo kämpfen, wo wir sicher kämpfen können. Oh, lass mich nur nicht runterfallen. Das ist da so ein billiger Bogenschütze noch. Ihr habt dich getötet! Jetzt hat er mich getötet. Ihr habt's alle gesehen, ich hätte ihn eigentlich getötet. Es war viel zu eng. Oh, guck mal, wie dunkel das normalerweise ist. Normalerweise sieht man gar nichts. Okay, das mit dem Bogenschützen ist kacke. Wenn ich den einen ausschalte, diesen vier krabbeligen, dann müsste ich da genug Platz haben. Das ist zwar noch der Bogenschütze, der ist aber nicht so schlimm. Gucken wir mal. So, rechtzeitig angreifen, passt. Na, jetzt hat er mich getroffen. Dieser blöde Bogenschütze da hinten. Was muss der auch so nerven? Uah! Hoi! Oh. Ja, visier ihn an. Wie wär's damit? Oh. Toll. Da ist dann noch dieser Besch... Alter, du hast einen Pfeil abbekommen. Die spielen im Team. Oh, ist nicht dein Ernst. Schwarzritter helle Bade. Weißer Brocken. Also, wir wissen ja, dass der Schwarzritter nicht wiederkommt, deswegen können wir uns kurz heilen. Und die helle Bade angucken. Schwarzritter helle Bade. D und E. Ja, so gut ist die jetzt nicht. Befehle ich doch mit Schwert die besser. So, ohne Schwarzritter wird das alles ein bisschen einfacher. So, loslaufen, rechtzeitig zuschlagen. Ich find's toll, dass ich sie sehe, bevor sie mich sehen. Okay, das war Glück. So. Er hat doch bestimmt irgendwas bewacht, nein. Also rein theoretisch kann ich an ihm vorbeilaufen. Na, Bogenschütze? Was trittst du mich einfach? Er tritt mich einfach. Seelenritter. Böses kleines Viech. Ah, wir sind wieder hier. Ah, es gibt hier mehrere Wege, okay. Ich bin sehr glücklich über mein Licht. Das muss ich schon sagen. Ich sehe da hinten schon leuchtende Augen. Das heißt, wir gehen mal in die Richtung hier. Nicht, dass mir da irgendwas im Weg ist. Erscheinungsschild.
Dr. Hodo 90%. Fürchterliches okkultes Schild, Abwehr gegen göttliche Waffen und Blitze. In einem von unglücklich verfolgten Plan, die wahrhaftigen Götter zu vernichten, riskierten die Anhänger des Okkultismus einst alles, um die Macht des Grabfürsten Nitos, dem ersten Untoten, zu stehlen. Okay, wir treffen hier auf Nitos. Und das Schild soll anscheinend gut gegen ihn sein. Mal gucken, wenn wir es brauchen, zieh es an. Aber dann gehen wir erstmal hier entlang, zu den bösen, bösen Augen. Da sind mehrere. Nur so zur Sicherheit nochmal zuschlagen. Man weiß ja nie. Okay, da komme ich nicht hin. Ah, guck mal, da winkt mir doch zu. Hallo, Händchen. Kamen wir jetzt von da? Nee. Hier geht's aber auch noch runter. Was ist das für verrückt hier? Gehen wir erstmal hier runter. Oh, richtige Entscheidung, Zero. Richtige Entscheidung. Da ich sowieso noch kein Estus verschwendet habe, gehen wir weiter. Wobei ich nicht weiß, ob ich schon Level machen kann. Glaube ja nicht. Ich muss nachgucken. Wenn da gleich wirklich schon dieser, wie ist der Nitros, kommt. Nito, ne? Dann sollten wir kurz gucken. Ja, nötige Seelen 33.000, da geht ja einiges. Frage ist, können wir die Kollegen jetzt ignorieren oder? Den müssen wir auf jeden Fall töten. Sonst folgt er uns. Nee. Ärgerlich. Natürlich den anderen auch gleich mit. Ach. So einer bist du also. Du erlebst zwei Schläge. Finde ich nicht in Ordnung. Oh, wir kriegen sogar einen Murakumo dafür. Unten. Okay. Danke für die Info. Ah. Weißer Brocken. Hä? Okay, das war kacke. Oh, hab ich ein Schwein. Okay, da geht's sogar noch weiter runter. Und wofür das Ganze? Für nix. Ich mache eure Mutter kaputt. Da, was habt ihr davon? Hätte da gar nicht lang gehen müssen. Was für ein Troll. So viele Wege. Seele eines Ritters. Also wir können auf jeden Fall demnächst mal wieder ein paar Level machen. Okay, da oben geht es zum Glück nicht lang. Hier ist eine Leiter. Dann nutzen wir diese doch auch mal. Okay, da hätten wir auch runterspringen können. Die Helligkeit. Oh, ist das schön. Oh, so ist das gut. Achtung vor dir, was? Also, Meister? Was war da Achtung vor dir? Geist der Finsternis. Hier? Ernsthaft? Gegen die Mauer geschlagen. Okay, ich wette, da geht's Richtung Boss. Und da geht's gar nicht weiter. Na gut, hoffen wir mal, dass wir ihn mit einmal packen, weil der Weg ist echt assi.
Boah, mach keinen Scheiß, Junge. Weißer Brocken. Ah, hier kann man weiße Brocken sammeln. Wenn man denn welche braucht. Ich wollte gerade sagen, das hörte sich an, als wäre hinter mir irgendwas aufgeploppt. War ein Bogenschütze. Shit. Okay, hat mich verarscht. Oh, da ist noch einer. Okay. Wichtig ist nur nicht, nur dass ich nicht runtergefallen bin. Rest ist egal. War schon gar nicht mich alleine, Junge. Ich hoffe, da kommt noch ein Ding ins Kirchens. Oh, was ist denn hier los jetzt? Ein Bonfire. Ihr seid aber nicht der Boss. Ihr seid der Boss von vorhin. Oh, was ist das denn? Wie süß. Okay. Einfach schnell hin, zuschlagen. Er ist da weg. Einfach schnell hin. Zuschlagen. Nächster weg. Oh, du bist ja nicht tot. Ach, Mist. Okay, auf den können wir raufspringen. Oh, weg mit euch kleinen Skeletten. Okay, einer lebt anscheinend noch und seine Schüsse verfolgen mich. Das ist echt der Boss. Habt ihr jetzt irgendwas Großartiges beschützt? Weil theoretisch kann ich einfach durchlaufen, oder? Seele hält. Okay, ich vermute mal fast, hier treffen wir auf den Boss. Wünscht mir Glück. Weißt du, kriegst auch noch Schaden. Was soll denn die Kacke? Oh, Controller vibriert. Ein Haufen Skelette. Geil, weißt du? Jetzt kann ich mir auch noch... Ihr wollt mich verarschen, oder? Was ist denn das für ein Bossfight? Wo ist der? Scheiße, Mann. Aus Maul! Okay. Nein, wegrollen! Woo! Okay, ich muss den von vorne schlagen? Ja. Letzter ist das. Geil. Geil, geil, geil. Kannst du herkommen? Du hast da echt zu viele Leute. Okay, das gefällt mich, dass du herkommst. Muss, glaube ich, die Taktik wählen. Hinlaufen, zuschlagen, weglaufen. Fuck. Dreckskelett, weg mit dir. Wie unfair ist es, dass man da Leben verliert, sag mal. Oh Gott, Invasion. Oh, oh nein. Oh. Oh. Ach du Scheiße. Aber ich kann mich doch jetzt nicht mit dir noch abgeben.
Meine Güte. Ja, ich habe das Leuchtfeuer entfacht. Grant, Sankus. Man hätte echt menschlich die ganze Zeit durchlaufen müssen. Dann hätte man so richtig coole Sachen bekommen. Ja gut, das kann man beim ersten Mal nicht wissen. Dass man richtig coole Sachen bekommt. Hier, Grant. Attribut Bonus B, ja. Das wäre cool gewesen. Wäre bestimmt gegen den Boss hier auch cool. Aber der ist ja nicht aufgelevelt. Auf geht's in die nächste Runde. Wie kriege ich keinen Schaden? Was soll denn die Scheiße? Kann ich das bitte abbrechen? Okay. Hinlaufen, Damage machen, gutes. Ich glaube, die kommen sowieso wieder. Der ist ja ein Nekromane. Hinlaufen, Damage machen. Wenn man ihn dann getroffen hätte. Damage machen. Weglaufen. Ich habe übrigens 3 Punkte auf Ausdauer gemacht. Indem ich alle meine zur Verfügung stehenden Seelen ausgegeben habe. Ich hasse den Typen so sehr. Meine Güte. Ich will nicht behaupten, dass du voll nervig bist, aber du bist richtig nervig, Freundchen. So viel Damage machen wie möglich. Und dann abhauen. Hoffen, dass mich niemand kriegt. Ah, Essos Flakon ist fast weg. Ich habe ihn noch nicht mal auf die Hälfte. Lasst mich in Ruhe. Oh, meine Seelen, stimmt. Oh, jetzt geht doch weg. Ich muss Nito schlagen. Okay, das war richtig gut. Das hat gezeckt. So. Ja, ist gut. Die macht eh keinen Schaden. Glücklicherweise. Wäre ja noch schöner gewesen. Wenn man ganz nah an ihm ransteht, macht er keinen Schaden. Ah, seine Kollegen dafür aber. Und diese Kameraführung hier unten. Danke. Oh, meine Fresse. Jetzt lass mich in Ruhe. Ein bisschen Zenito. Stirb halt. Stirb. Ah. Nito, du kleines Nekromantenkind, du Fürstenseele. Okay. So. Was bleibt noch übrig? Die Drachen, ne? Gehen wir mal zu den Drachen. Aber erstmal aufsteigen. So. 29. Jetzt können wir mittlerweile unsere Ausrüstung tragen, die wir wollen. So. Und zwar. Schwarz. Eisengamaschen. Den Helm brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt kommen wir aus der Dunkelheit wieder raus. So. Okay, teleportieren. Zu Feuerbandschrein. Puh. Ja, Freunde. Mal wieder eine nervige Runde gehabt mit dem Boss. Ja, wobei, das war jetzt nicht so schlimm. Also, kann man definitiv schaffen. Also, so ist es nicht. Ist jetzt nicht komplett unschaffbar. Und als nächstes geht es an den Drachen. Das ging ja hier runter irgendwie in den Fahrstuhl, ne? Ist schon nicht so einfach gegen Boss. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Ey. Richtig cool. Richtig nice. Und wir haben sogar eine richtig tolle Rolle. Ein Punkt noch, da haben wir die 30. Und dann muss ich überlegen, wo ich die Punkte reinsetzen möchte, die nächsten.
Gut, aber bevor wir zum Drachenpit, keine Ahnung, wie es hieß, gehen, würde ich sagen, sehen wir uns am Montag wieder zu einer neuen Folge und dann bin ich Drachen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.